Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Dein Lieblingsspiel. Heute reden wir über ein Spiel, das satte 19 Jahre auf dem Buckel hat und dafür aber immer noch eine Mod existiert, die fleißig weiterentwickelt wird. Und mein Gast heute, das ist der Tim. Hi. Moin. Moin. Erzähl mal gleich, über welches Spiel wir heute reden wollen. Ja, das geht heute um den Falcon BMS. Wie Johannes gerade sagte, eine Total Conversion für den Falcon 4.0. Eine absolut legendäre Flugsimulation, muss man mal sagen. Also ich glaube, die kennt auch jeder, der sich eigentlich nicht mit Flugsimulationen so wirklich beschäftigt. Aber damals, im Jahr 1998 schon vernünftig lesen konnte. Also ich habe gerade noch mit Dimi gesprochen, der hat gesagt, oh, ich weiß noch, da war die GameStar und Mick Schneller hat den Test gemacht und das hatte so ein Handbuch. Und so, also wirklich ein absolut legendäres Ding. Und dafür gibt es Falcon BMS, eine Total Conversion, die wirklich jetzt noch weiterentwickelt wird. Ja, genau. Das letzte Update ist aus dem Dezember letzten Jahres. Krass. Warum spielst du ausgerechnet dieses Spiel? Was fasziniert dich an Falcon BMS? Es ist zum einen das Hauptflugfahrzeugmuster, die F-16, die es in diversen Varianten gibt. Und die Systemtiefe eben dieser Maschine. Also, um das vielleicht mal direkt zu ein Beispiel zu nennen, die Maschine ist derartig systemtief umgesetzt, dass an Handbüchern zum Teil Originaldokumente der US Air Force, NATO und Lockheed Martin beigelegt sind. Wow, also da wird wirklich die Originalmaschine bis ins letzte Detail simuliert. Jetzt gibt es aber auch den DCS, den Digital Combat Simulator oder DCS World, das ich schon mal hier in der Sendung hatte und das mir ein lieber User schon mal vorgestellt hat und mit dem ich sogar meine ersten Flugerfahrungen gemacht habe. Warum spielst du Falcon BMS, also ein so altes, in Anführungsstrichen altes Spiel mit einer neuen Mod, und nicht den DCS? Ich bin tatsächlich vom DCS auf den BMS umgestiegen. Aha. Eben weil der unter anderem die F-16 zur Verfügung hat, die es im DCS nicht gibt. Ach, die gibt's gar nicht im DCS? Nur als AI-Maschine, noch nicht fliegbar. Aha, okay. Aber du findest, die hast so eine persönliche Liebe zur F-16, dass du sagst, okay, deswegen muss ich Falcon BMS spielen, weil die fehlt mir sonst im DCS einfach zu sehr. Zum einen das und zum anderen ein Feature, was mich zu Beginn eigentlich mit am meisten beeindruckt hat, ist, dass es, dass die Kommunikation in-game komplett über die Comms der Maschine laufen. Also ein TS zum Beispiel ist extern nicht notwendig. Also es gibt wirklich die Funkgeräte der Maschinen und die Kommunikation mit den Bodenstationen oder so wird wirklich da im Spiel simuliert. Genau, das Ganze auch so weitreichend, dass bei entsprechenden Wetterlagen oder bergigem Gelände die Wingman entsprechend schlecht zu verstehen sind. Ah, wie cool. Gibt es denn sonst noch klare Unterschiede gegenüber dem DCS? Vorteile oder aber auch Nachteile? Vielleicht sagst du ja auch, der DCS ist in den und den Punkten doch deutlich voraus. Wo der DCS ganz klar vorne liegt, ist die Grafik. Die ist einfach dann doch noch ein Schlag moderner. Mhm. Das Interface, das ist eben auch noch aus 98, das merkt man teilweise auch. Ja. Wo der BMS aber ganz klar vorne liegt, ist die Tatsache, dass der eine dynamische Kampagne unterstützt. Richtig, das gab es damals eben in Falcon 4.0 auch schon, ne? Dafür war das Spiel auch bekannt. Also ich denke, die haben beide ihre Vor- und Nachteile, aber ich denke, das hält sich insgesamt die Waage. Kommt so ein bisschen drauf an, wo du als Pilot auch so ein bisschen den Fokus drauf legst. Ja, und der liegt für dich eben auf der F-16 und eben auf dieser Spielerfahrung. Das ist ja auch vollkommen cool, wenn man sagt, beide haben ihre Vor- und Nachteile und beide haben ihre Daseinsberechtigung und haben ihr wirklich ihre positiven und negativen Seiten. Einmal kurz zur dynamischen Kampagne. Wie muss man sich das vorstellen? Also man spielt dann erstmal alleine oder Multiplayer? Das geht beides. Ich persönlich spiele, oder nein, ich fliege primär online. Mhm.
Aufgrund dessen, dass ich bei mir in der Staffel gerade aktuell auch noch Trainee bin und entsprechend dann die Schulung auch eben im Multiplayer am einfachsten und am sinnvollsten und auch am realistischsten erfolgen kann. Ja, man hört schon, also ich meine, Flugsimulation, das ist ja nichts Neues, das ist wirklich eine Hardcore-Kiste, aber ich glaube hier in diesem Fall auch nochmal wirklich, wirklich auf die Spitze getrieben. Also wenn du schon sagst, du hast gerade das Wort Spielen umgangen, du hast gesagt, nee, ich spiele nicht, ich fliege, das ist ja schon mal cool. Und du bist Trainee wirklich in der Staffel, da wird dir das Fliegen nach und nach beigebracht. Und was ich noch einen coolen Aspekt finde, das hast du mir gesagt, bei dem Gameplay-Material, das du mir rausgesucht hast, ist von einem YouTuber. Und der gibt es zwar nicht selber zu, aber du hast erzählt, die Community ist sich relativ sicher, der ist tatsächlich aktiver Kampfpilot noch bei der holländischen Air Force. Und das ist ja schon mal, wow, eine Auszeichnung für ein Spiel, beziehungsweise eine Simulation in Anführungsstrichen, wenn tatsächlich echte Kampfpiloten oder echte Experten das spielen. Und offensichtlich kann es ja da nicht so weit von der Realität entfernt sein. Ne? Nee, also das ist wirklich so ein Punkt, der das echt nochmal herausstellt. Es ist auch so, dass in dem Entwicklerteam zum Teil auch F-16-Piloten dabei sind, die dann eben unter anderem bei den Flight Dynamics auch nochmal so ein bisschen Tipps geben können, wo passt es vielleicht aber auch noch nicht so richtig. Ja, also so richtige Experten am Werk. Richtig cool. Aber dann erzähl mir doch noch einmal, was du denn mit deiner Staffel oder was dein tollstes Erlebnis war bis jetzt im Falcon BMS, was ihr da so erlebt habt. Das für mich bislang Aufregendste war eigentlich mein erster scharfer Einsatz am Dienstag. Da sah es so aus, dass wir relativ stark von Feindkräften bedrängt wurden. Ich und mein Flight bestehend aus 4 Maschinen, ich selber als Nummer 2, sollten einen sogenannten OCA-Strike fliegen, Offensive Counter-Air. Aha. Während die anderen Piloten unter anderem Seed geflogen sind, also Suppression of Enemy Air Defense. Okay, also die sollten was ist, du musst noch einmal den OCA erklären, weil, also Suppression of Enemy Air Defense, also Luftverteidigung unterdrücken bzw. zerstören, kann ich mir vorstellen. Was ist OCA? OCA ist Offensive Counter Air, heißt im Klartext, unsere Aufgabe war es, ein feindliches Airfield zu bombardieren und das Ah, dadurch okay. kampfunfähig zu machen. Okay. Jetzt war es aber so, dass wir tatsächlich in dem Fall gar nicht in der Lage waren, unseren Einsatzteil auszuführen, da wir einfach viel zu massive Feindkräfte in der Luft hatten, die dann auch weder der Escort noch der Fleet uns so effektiv vom Hals halten konnte, dass wir unseren Einsatz eben nicht ausführen konnten und dann relativ schnell wieder ATB sind, also wieder Richtung Heimatflugplatz. Und ja, wie gesagt, war mein erster scharfer Einsatz und das war eigentlich für mich bislang das mit Abstand Aufregendste, einfach weil halt um einen herum wirklich extrem viel passiert. Man selber zum einen mit seinem eigentlichen Einsatz beschäftigt ist, aber auch gleichzeitig darauf achten muss, was passiert eigentlich um einen rum. Also wir haben zum Beispiel mitgekriegt, dass es ein Teil des Escort-Flights wurde dann auch abgeschossen, sodass wir, wie gesagt, eigentlich ATB sollten und dann kurzfristig noch für RTR-Unterstützung bereitstanden, was dann zum Glück nicht mehr notwendig war. RTR ist Rescue irgendwas. Nee, Ah. R2R, also Ach, sprich, R2R, Luft, also Luft. es ging einfach nur um Luft-Luft-Unterstützung. Ah, okay. Ja, Wahnsinn. Ich finde das total faszinierend. Also ich habe das ja damals auch schon beim DCS gesagt und mehrfach, also diese ganzen Simulatoren, das entwickelt auch für mich eine echte Faszination. Ich finde das alleine toll, dir zuzuhören und zu merken, wie tief du da drin steckst mit den ganzen Fachbegriffen, mit denen du da um dich wirfst und das schon fast gar nicht mehr merkst. Also ich glaube, ein bisschen ist es dir schon bewusst. Aber Ich muss tatsächlich darauf achten. ich finde das extrem, extrem cool und extrem beeindruckend, wenn man so eine Passion hat für so ein Spiel und sich da auch durch diese wirklich lange und zähe Eingewöhnungsphase da durchkämpft, um dem Ganzen, ja, um das dann wirklich sich selbst zu ermöglichen, das dann zu erleben. Sehr, sehr toll. Apropos lange und schwierige Eingewöhnungsphase. Jetzt zum Abschluss. Gib doch mal noch ein paar Tipps oder sag mal, wie können denn Einsteiger am besten anfangen? Sollte man, erstmal braucht man Falcon 4.0. Das hast du mir vorhin schon erzählt, das gibt es auf Steam einfach so zu kaufen. Das ist ja praktisch. Absolut.
Ich hätte gedacht, oh Gott, man muss jetzt erstmal auf den Trödelmarkt gehen und irgendwo gucken, wo man da noch eine Packung findet. Aber das gibt's auf Steam, umso besser. Die Mod ist völlig kostenlos. Genau. Und also du brauchst Falcon 4.0, du brauchst die Mod und dann brauchst du sehr viel Muße, um sehr viel Handbücher zu wälzen, vermutlich. Wenn du alleine lernst, definitiv. Ja. Ich würde aber eigentlich jedem empfehlen, sich ruhig einer von über 100 Staffeln anzuschließen und das ja, in der Gruppe beigebracht zu bekommen. In den Staffeln gibt es auch in der Regel IPs, also Fluglehrer, die einem da dann doch sehr gut unter die Arme greifen können. Okay, ja, dann mach doch an dieser Stelle, darfst du gerne Werbung machen für deine eigene Staffel, wenn ihr bereit seid, um Anfängern, die jetzt sagen, ich habe das Video gesehen und ich möchte vielleicht tatsächlich mal einsteigen, wenn ihr bereit seid, denen mal unter die Arme zu greifen, dann hau jetzt raus. Ja, ich selber fliege bei den 49th Black Diamonds. Wir sind eine gemischte Staffel aus BMS und DCS-Piloten. Und ja, wobei unser, ich würde schon sagen, dass unser Fokus auf dem BMS liegt. Okay, also, und ihr würdet auch sagen, okay, wir nehmen auch Einsteiger und bringen denen ein bisschen mal das Fliegen bei. Beziehungsweise erstmal das Anschalten von so einer Maschine, das ist ja auch schon schwierig genug. Man muss ja kleine Ziele sich setzen. Ja, gut, und unsere IPs sind im Augenblick doch relativ stark ausgelastet, aber ich sag jetzt mal so, die absoluten Grundschritte, die könnte ich dann notfalls auch übernehmen. Wie gesagt, offiziell noch nicht IP, selber Trainee, aber die Basics, das ist auf jeden Fall machbar. Okay, super. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr selber mal abheben wollt mit Falcon BMS, mit der F-16, dann könnt ihr euch an Tim und seine Jungs wenden. Wir schreiben auch noch einen Link unter die Videobeschreibung, falls ihr tatsächlich Bock drauf habt. Ansonsten danke ich euch fürs Reinschalten und ich danke dir vor allem, Tim, ganz herzlich, dass du uns Falcon BMS, dein Lieblingsspiel, vorgestellt hast. Danke. Ja, gerne. Okay, mach's gut. Ciao. Ciao.